hier im Ort hätte, ja. Dann sehen Sie mal, wie mein Mann da ist. Ja, ja, ja. Dann können wir die Bruchsteine und die Augen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, nach dieser fröhlichen Einstimmung mit Melodien von Paul Linke, die uns die jungen Preußen aus Berlin gebracht haben, begrüße ich Sie im Namen des Heimatvereins Kleinmachnow herzlich zur Eröffnung unserer Ausstellung 90 Jahre Machnower Schleuse und Teltowkanal. Wir beginnen mal schon etwas vorfristig. Wir wollen doch das Wetter nutzen. Im Moment ist der Regen noch nicht ganz so weit. Wir warten noch auf unseren Bürgermeister. Er ist auch noch dabei. Was, wenn nicht, da hat er was verpasst. Ich möchte auch noch mal darauf hinweisen, manch einer wird stutzig, wir sagen Machnower Schleuse, wir sagen Machnower See und wir sagen in Kleinmachnow, das ist historisch begründet. Stoßen Sie also bitte nicht dran, dass wir bei dem Begriff Machnower Schleuse geblieben sind. Das ist einmal der authentische, der von der Wasserstraße geprägt wurde und irgendwann wurde es mal Kleinmachnow, aber das ist die Machnower Schleuse. Es war zu dieser Stunde am 2. Juni 1906, als der Teltowkanal nach sechsjähriger Bauzeit zwischen Kleinklinike und Lichterfelde in Anwesenheit des deutschen Kaisers Wilhelm II. Und seiner Familie freigegeben wurde. Bei dieser Gelegenheit möchte ich Ihnen vorstellen, dass wir unserer Hoheit, den Kaiser Wilhelm II. Und gleich König von Preußen unter uns haben. Er hat seine Familie aber leider nicht mitgebracht, denn die war damals am 2.6. in voller Größe mit dabei und hat ihren Herrn per Hofknicks an der Machnower Schleuse begrüßt. Sie werden das dann nochmal an Aufnahmen drin sehen. Vielleicht kommen die noch. Das ist möglich, das kann er uns ja vielleicht noch selbst erzählen. So jemand baut ein Schleusenhaus und baut zuerst den Söller. Da kommt niemals ein Sinn heraus, zuerst baut er den Keller. Schuss an, Schuss an, Schuss an, Schuss an, zuerst baut er den Keller. Er lege ihm, wenn's möglich ist, sich an die Schleusenmauer. Freunde Kleinmachnows, es ist heute für Kleinmachnow ein stolzer Tag. Wenn die Chronisten nicht gelogen haben, war es vor 90 Jahren mit dem Wetter auch nicht besser. Es blies nur noch ein stärkerer Wind und den vermissen wir ja leider heute etwas. Wenn wir uns den Zustand des Schleusenbauwerkes anschauen, den Hickhack um die Brücke und nicht zuletzt das Projekt 17. Gut, auch damals kamen die kaiserlichen Hoheiten zu spät, aber ich habe ja erfahren, der Kaiser war diesmal 90 Jahre danach vor der Zeit hier, so haben sich die Zeiten geändert. Etwas zu den Befindlichkeiten Kleinmachnows. Hier haben sich Leute aufgemacht, eine liebevoll zusammengestellte Ausstellung vorzubereiten, zusammenzutragen und sie wurden unterstützt. Herr Sperling hat nur einen kurzen Ausriss aus der Sponsorenliste genannt. Sehr viele Unternehmen des Hoch- und des Tiefbaus. Das ist für mich ein gutes Zeichen, dass diese Unternehmen auch bereit sind, mit dieser Landschaft, die wir ererbt haben, mit der preußischen Kulturlandschaft auch vernünftig umzugehen. Deswegen unterstützen sie dieses Projekt. Mir ist es nicht bange um unsere Kulturlandschaft, wenn wir miteinander diskutieren und zu vernünftigen Projekten finden. Insofern glaube ich auch, dass das Projekt 17 nun endlich auf einem vernünftigen Weg ist. Und wie man sieht, wenn man einen Eingriff vorbereitet und ihn behutsam vollführt, dann kann man damit leben. Und dieser Eingriff, der 1906 beendet wurde, ist nun mittlerweile ein fester Bestandteil unserer Umgebung, ist ein Teil Kleinmachnower Identität. Für viele ist es Kleinmachnow. Ich danke den Vorbereitern dieser Ausstellung. Ich wünsche dieser Ausstellung eine rege Anteilnahme. Und in diesem Sinne, besonders in der Reflexion zum Projekt 17, wünsche ich, um
bedachtes Nachdenken und um eine vernünftige Entscheidung. Danke. Die Amsel verzögert, Hörer singt, wer mit der Bus auf Adios. Noch ein paar kurze Worte, bevor die Ausstellung dann endgültig eröffnet wird. Wir möchten uns bei dem Hausherrn, Herrn Walter, recht herzlich bedanken, dass er uns die Räume zur Verfügung gestellt hat. Herr Walter. Es ist ja doch nicht so einfach. Stellvertreter des Kaisers. Sehr schön ist das. Der Zweigel. Ja, also wahrhaftig, wir haben den Kaiser hier neben uns zu stehen. Richtig ehrfürchtig, könnte man ja da sagen. Sie kommen von der Stern- und Kreisschifffahrt. Wunderbare Kleidung haben Sie heute angelegt. Ihr Vorfahrer hat am diesem Tage, zu diesem Zeitpunkt, wo es auch etwas regnet, den Kanal eröffnet. Wie fühlt man sich denn so? Na, wunderbar. Auch die Schleuse mal zu sehen, alles, ja. Wir kommen hier oft mit dem Schiff durch. Wir machen heute Fahrten mit dem Kaiser Friedrich, ja, und machen Sonderfahrten, 6 Fahrten hier, immer bis Käsebecker Brücke runter. Schaue Gäste drauf und gut, alles, ja. Ist wunderbar, ist das. Jetzt müsste natürlich den Kaiser, alle müssten jetzt kommen, einen Hofknicks machen und einen Diener machen. Kommen die Berliner, fragen Sie denn? Ja, selbstverständlich. Ich habe schon viele Aufnahmen gemacht, Bilderaufnahmen mit dem Schiff, den Kaiser Friedrich haben wir schon gemacht, ja. Sehr schön. Jetzt wollen wir wirklich mal wissen, wer Sie wirklich sind. Ja, ich bin Dieter Müller, bin Supervisor auf der Prenzlberg. Ja. Und Sie machen heute sozusagen Ihr Debüt hier, oder? Nein, ich habe vor 2 Jahren das Schiff mal übernommen. Meine Einweihung vom Verkehr vom Museum. Und jetzt bin ich auf der Prenzlberg drauf. Und wir fahren auch Prenzlberg, wir fahren den Kanal sonntags und dienstags nach Kleinzizienhof, ja? Von ja. Tempelhof aus. Dann fahren Sie ja nach Hause. Zizienhof ist ja Ihr Zuhause, Majestät. Ja. Ich verneige mich. Schönen Dank für das Gespräch. Ja, der Bürgermeister von Kleinmachnow, Herr Blasig, ist hier. Ist man denn stolz, so eine internationale Schleuse zu haben? Denn sie steht ja im internationalen Schifffahrtsregister drin. Ist man stolz auf diese Schleuse? Klar. Die Schleuse ist Kleinmachnow, ist ein Teil der Kleinmachnower Identität. Wir sind sehr stolz. Aber wir haben auch unsere Sorgen mit der Schleuse. Die Zeit ist ins Land gegangen, 1906 gebaut, nun mittlerweile baufällig. Sie sehen, die Straßenbrücke ist schon gesperrt. Wir haben also große Schwierigkeiten in den Zeiten der leeren Kassen, hier zu einer vernünftigen Lösung mit der Bundesrepublik zusammenzukommen, die ja verantwortlich ist für das Schleusenbauwerk. Wir hoffen ja, dass nun dadurch ja die Schäden so nach und nach durch die Öffnung der Mauer der Wiedervereinigung ja behoben wird. Es ist ja angestrebt, das zu erweitern, diese Schleuse weiter auszubauen. Wie weit liegt es denn da? Gut, das Projekt 17 ist nun in der Bürgerbeteiligung. Es wird ein langwieriges Verfahren geben, das ist mir schon klar. Es steht ein Eingriff in die Landschaft auf der Tagesordnung und heutzutage werden Eingriffe in die Landschaft anders bewertet als zum Beispiel noch vor 90 Jahren. Auch da gab es Widerstände, das haben die Historiker belegt. Hier heute sind die Widerstände stärker, aber wir müssen zu einer Lösung kommen. Auch der vehementeste Gegner eines Ausbaus einer Wasserstraße ist auch dafür, dass dieses Bauwerk erhalten wird. Und wenn man ein Bauwerk erhält, muss man es auch nach den modernen Gesichtspunkten ausrichten. Also es wird an der Schleuse Veränderungen geben. Wir wollen aber unser Wahrzeichen, nämlich die untere Kammer, erhalten, denn das ist das Wappen Kleinmachnows. Nun steht ja Kleinmachnow eigentlich immer nur negativ in den Schlagzeilen. Heute hier die Ausstellung, ein erfreuliches Voraussehen, was man sagen kann. Kommen denn die Bürger jetzt aufgrund auch dieser Ausstellung wieder etwas mehr zusammen? Natürlich. Das negative Image, was Kleinmachnow bekommen hat, ist auch von außen hineingetragen worden. Natürlich haben wir Riesenprobleme in der Auseinandersetzung um die Restitution. Aber der Ort ist in sich gesund genug und lebendig genug. Wir haben ein ganz normales Leben, ein pulsierendes Leben. Und das ist ein Ausdruck dessen. Und deswegen freut es mich besonders, dass sich hier Menschen zusammengetan haben, dieses aufzubereiten, sodass eine größere Allgemeinheit teilnehmen kann. Gut, also ich muss jetzt hier noch etwas sagen, bevor ich ihn entlassen. Er wird sich noch die Ausstellung ansehen. Wir schalten jetzt mal rüber zur Havel. In Spandau wartet nämlich ein Reporter von uns. Der hat Ihnen jetzt etwas zu sagen. Das ist heute unser Wasser. Ja, wir schalten jetzt gerade von Spandau rüber, hier wieder nach Kleinmachnow. Spandau hat ja auch eine Schleuse, da wird ja gerade dran gebaut. Herr Kaspersson ist hier. Sie haben gesagt, Sie sind ein Gegner, Ausbau der Schleuse. Im internationalen Wettbewerb ist natürlich die Schleuse, muss ja irgendwie auch geschäftsfähig bleiben. Wie sehen Sie denn das? Ich sehe das so, dass keine ökonomischen Zwänge vorliegen, diese Schleuse auf diese Größe auszubauen. Denn die Spandauer Schleuse wird nur knapp 100 Meter ausgebaut, während die Schleuse in Kleinmachnow die doppelte Länge bekommen soll, nämlich die Länge von 190 Metern.
Für diese Schiffsgröße besteht überhaupt kein Bedarf. Die Prognosen besagen, dass im Jahre 2010 nur etwa 5% der Schiffsflotte diese Größe hier haben wird. Und für diese wenigen Schiffe die Schleuse in derartiger Breite und Größe auszubauen, halten wir für einen Irrtum der Regierenden, denn die Schleuse wird dafür gar nicht benötigt. Und der Eingriff in die Landschaft ist derart stark, dass wir diesen Eingriff in die Landschaft nicht vertreten können. Nun ist ja die Bauer der ersten Schleuse, die man ja jetzt hier sieht, gab es natürlich auch Ungereimtheiten. Es gab Enteignungen, es gab auch eine Wehr dagegen, dass diese Schleuse gebaut wird. Ist das sowas Ähnliches bei Ihnen? Nein, es ist nicht das Ähnliche. Damals gab es diese Schiffe, die Europaschiffe bereits, für die die Erweiterung der Schleuse von 1907 auf 1938 erweitert werden musste. Heutzutage ist aber kein Bedürfnis dafür da, diese großen Schiffe fahren zu lassen. Die Containertransporte, die angedacht sind, werden sich nicht realisieren lassen. Und deshalb ist also ein Ausbau dieser Schleuse und der Umbau von etwa 40 Brücken im Bereich des Teltokanals nicht zu vertreten. Vor allen Dingen bei den momentan leeren Kassen in der Staatshaushalt. Deshalb sind wir für einen geringen Ausbau für die Europaschiffe, die jetzt schon fahren können, die dann mit der vollen Abladung Tiefe fahren können, aber nicht, dass der gesamte Kanal für diese Europaschiffe, die dann für diese großen Großgütermotorschiffe ausgebaut wird, die dann doch nicht in der Zahl fahren werden, wie es gewohnt sind. Und dann kommt noch dazu, es werden nur drei Häfen benötigt für die Großgütermotorschiffe. Einmal in Brandenburg, zweitens in Berlin-Ost- bzw. Westhafen und das dritte ist dann eventuell ein Güterumschlagplatz in Wustermark. Diese drei großen Häfen werden dann einen Verkehr auf dem Landwege an sich ziehen, der nicht mehr vertretbar ist. Wir sind dafür, dass kleine Häfen wieder errichtet werden, wie es damals war, wie in Potsdam, Teltow und dergleichen, wo das Material direkt am Ort und Stelle umgeladen werden kann. Und für diese Zwecke liegen auf den Werften bereits Pläne vor für niedriggängige Schiffe, die zusammengekoppelt die gleichen Volumen transportieren können wie die Großgüter-Motorschiffe. Und diese kleinen Schiffe können dann auseinandergekoppelt werden und dahin gebracht werden, wo die Güter tatsächlich benötigt werden. So, gut, schönen Dank. Wir haben ja mal eine andere Meinung gehört als vorhin. Politiker haben ja vorhin etwas anderes gesagt. Wir werden jetzt mal einen kleinen Rundgang über die Schleuse machen. Wir haben einen Film vorbereitet und den werden wir uns jetzt mal ansehen und ich bedanke mich für das Gespräch. Werner Sperling, erster Vorsitzender, Kleinmachnower Heimatverein. Eine große Ausstellung. Besucher drängen sich hier. Hätten Sie mit diesem Erfolg gerechnet? An für sich haben wir damit gerechnet, dass sich viele interessieren, aber dass sie schlagartig natürlich alle zur Eröffnung kamen und damit ungeheuer viel, wie wir gezählt haben, über 200, damit haben wir noch nicht gerechnet. Aber es war doch günstig. Einmal konnten wir nicht nur die Ausstellung bieten, sondern auch eine kleine Eröffnungszeremonie in Anlehnung an 1906 und damit auch ein bisschen Musik. Und da das Wetter mithielt, konnten wir das auch wie geplant draußen machen. Sonst hätten wir ja in argen Nöten gesessen, wenn wir unter Regen gearbeitet hätten. Wie lange ist denn diese Ausstellung zu sehen? Wir haben das mit der Schule ja vereinbaren müssen, denn das ist ein geliehener Raum und der Schulbetrieb läuft weiter. Wir können also nur Sonnabend sonntags hier sein, von 11 bis 17 Uhr und haben abgesprochen bis 30. Juni, also 4 Wochen. Das heißt 5-mal in 4 Wochen lang. Also die Berliner, die kommen möchten, die sind gerne herzlich eingeladen, hierher zu kommen. An den Wochenenden das zu besichtigen hier, falls mal Schulklassen kommen wollen, wird dann eventuell auch in einer Woche mal geöffnet? In Ausnahmen wäre es möglich. Das müssen wir dann jeweils mit der Schulleitung ja vereinbaren. Denn es gibt ja Tage, wo hier vielleicht ein besonderer Betrieb ist. Und der Schulleiter sagte, Herr Walter, wenn wir uns vorher absprechen, wäre es denkbar. Gibt es eine Rufnummer, falls jemand da kommen möchte und sich das ansehen möchte mit der Schulklasse? Na, dann an uns beide, entweder mich, an Vorsitzenden oder an Frau Schöllhammer. Ich habe die Nummer 24759 in Kleinmachnow, Vorwahl 033203. Und, das werden wir unterblenden. Ja. Ja. Das und, blenden wir unter. Die andere Nummer von Frau Schöllhammer habe ich nicht im Kopf, aber das kriegen wir auch. Frau Schöllhammer, die 79265 Kleinmachnow.
Gut, dann wünschen wir Ihnen alles Gute. Haben Sie denn schon ein neues Projekt für die Ausstellung? Haben Sie schon einen Gedanken? Sind Sie schon bei der ersten Sammlung zu suchen? Wir hatten diese Ausstellung schon vorbereitet, als wir die vergangene machten, 75 Jahre Kleinmachnow vor einem Jahr. Und haben aber gemerkt, dass da ganz schön viel Arbeit dranhängt und da gehören auch sehr aktive Mitglieder dazu. Wir sind überwiegend Ältere, also wir möchten auch die Vereinsarbeit wieder im Vordergrund jetzt sehen, Zusammenarbeit mit den Schulen, Wanderungen, Besichtigungen. Also im Moment haben wir noch keine neue Ausstellung in petto, ist vielleicht in 2-3 Jahren wieder. Gut, alles Gute für Ihre Arbeit und bleiben Sie gesund, damit Sie noch lange Spaß an Ihrem Verein haben. Schönen Dank, dass wir bei Ihnen zu Besuch sein durften. So, das war's für heute und wir verabschieden uns bis nächste Woche. In diesem Sinne, hallo Nachbar, tschüss.